Hallo, hier ist euer Let's Play Funspan und weiter geht's mit Round 2. Wir waren hier vor dieser komischen Statue da mit dem Geiger und gehen mal nach hinten. Mal gucken, was hier so zu finden ist. So, das nehme ich mal mit. Frosch. Hier ist gar nichts. Dann gehen wir mal daran. Und da ist ein Schlüssel. Schlüsselloch. Gehe ich mal rein. Okay, anscheinend geht's da hoch zum zweiten Turm. Da ist auch wieder ein Frosch. Und da ist ein Rätsel. Mutter, wärst du nur hier. Dein Licht wird wieder erstrahlen, deine Iris. Okay. Gehen wir wieder zurück. Können wir noch nichts machen. Da ist noch nichts. Und hier. Da können wir auch nichts machen. Oder? Ne, geht nichts. Da ist auch ein Frosch. Da hinten. Okay, dort kann man nicht durch. Den Frosch nehme ich dann noch mit. Sonst ist da gar nichts. Und schon werden wir zurückgeschickt. Also können wir nicht, können wir erstmal nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Froschbild. Wir haben jetzt eigentlich das Ding gefunden und können rein. So, jetzt müssen wir Licht machen. Okay. Ein Rätsel. Das ist gar nicht so einfach. Na, fuck. Jetzt habe ich Fehler gemacht. Orange. Orange und blau. Blau und grün. Rot. Blau. Orange. Grün. Rot. Rot. Grün. Und blau. Und orange. Und grün. Ja, geht doch. Geschafft. Quark, wer wagt es, mich in meiner Höhle zu stören? Du hast doch wohl nicht den Taucherhelm zerstört, oder? Hast du die anderen Frösche vertrieben? Nicht? Egal, du musst sie finden. Bring mir meine Frösche zurück. Quark. Ja, Frösche. Frösche Hammer. Ich hab ein paar Frösche. Hier einen, da einen und da einen. Also fehlen mir noch zwei. Zwei fehlen mir noch. Hier ist nichts Sonderliches Großes noch, was man mitnehmen muss oder so. Ne, dann gehen wir mal raus aus dem Gemälde. Guck ich mal hier. Da ist auch nichts. Und da. Da geht's nur da rein. Hier war ja noch ein Frosch irgendwo da. Ne, ich sehe nichts. Kein Frosch. Hier irgendwas? Noch irgendwo dort? Ah, nix. Okay, dort geht's so oder so nicht weiter, solange der Turm nicht brennt. Und hier? Irgendwo was? Das funktioniert noch immer nicht. Da war ein Frosch. Ist auch nichts. Da war ne, da war ne. Von der Seite ist nichts. Hier gibt es auch kein Bild von einem Frosch oder so irgendwo. Ah, ein Frosch. Den malen wir mal schnell hin. Auch wenn ich Scheiße malen kann. Gut, jetzt habe ich einen Frosch. Aber uns fehlt noch einer. Gucken wir mal nach.
Ah, kann man so drehen. Ich glaube, obwohl. Okay. Aber es geht noch nicht ganz. Gehe ich erstmal zu den Fröschen und bring die Frösche hin. Dann geht es bestimmt weiter. So, da noch ein Frosch und da noch ein Frosch. Und das ist jetzt ein Rätsel, das ich schon verkackt habe. So, jetzt muss jeder Frosch satt werden. Ich muss es zur richtigen Reihenfolge machen. Das ist jetzt scheiße. Wie mache ich das jetzt? Da wieder rein. Ah, verdammt, das ist. Ich überspringe mal das Rätsel, weil das ist ein bisschen scheiße. So. Aha. Farbe. Okay. Nun ja, du hast den Schatz im Wasser gefunden. Ich weiß zwar nicht, was du mit diesem bunten Pulver anstellen könntest, aber es gehört dir. Ein netter Herr hat es mir vor langer Zeit geschenkt. Quark. Viel Erfolg. Und ich weiß schon, was man damit anfangen könnte. Geh mal zurück. Und dann können wir den Turm jetzt eigentlich anzünden, den. Ich glaube, zweitens geht, glaube ich, in die, ja, genau in die Richtung. Das Rätsel ist aber auch scheiße. Wir müssen das Bild nachmalen. Und müssen es dann richtig anstellen. So, dann machen wir mal dort blau. Und dort rot. So. Okay. Dann stelle ich das da hier und das da hier durch. Und dann das da so. Und so. Okay, das ist jetzt problematisch. Lila und blau. Blau und lila. Blau und rosa ergibt lila. Dann ergeben, baue ich mal Rot ein. Mach hier noch. Geht's hier nicht so? Ah, das ergibt Orange. Orange brauchen wir aber nicht. Hier. Ich brauche Gelb. Kann man das nicht wegnehmen? Ah, nee, das war jetzt unnötig. So. Ich brauche blauen Lieder. Komisch. Da funktioniert's. Was ist das? Das ist gar nichts. So, das sind die Grundfarben wieder. Ich glaube, das muss ich auch leider überspringen. Das ist mir zu viel Arbeit. Sorry, Leute. Aber. Ich krieg das jetzt gerade überhaupt nicht hin.
Das ist einfach Hammer. Schwer. Yeah, und schon brennt der zweite Turm. Geht doch. Na, noch ein Turm und dann hätten wir das Spiel geschafft. You failed me for the last time, Raven. Then slither into the darkness or fly with your birds. I did not dispose of her family so that a stranger could restore that brat to the throne. Move aside, Raven. I will destroy that family once and for all. Yeah, böse. Geht voll ab. So, der zweite Turm brennt. Jetzt spielt er auch seine Musik. Jetzt können wir auch eigentlich nach hinten gehen, wo es vorher versperrt war. Hier gibt es nichts mehr. Ah, so ein Ding. Nicht angezündete Fackel. Dann gehe ich mal gleich mit ihr noch nach oben und zünd sie an. Vielleicht brauchen wir das noch. Wer weiß. So, jetzt ist sie angezündet. Jetzt gehen wir zurück und wieder dahin. Gibt es da irgendwas? Na, habe ich mir doch schon gedacht. Gut. Jetzt gehen wir mal dahin, was steht da? Geschafft, das zweite Feuer brennt, die Rabenschatten sind fort. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Triff mich am Fluss des dritten am Fuß des dritten Turms Iris. Okay, da können wir noch nicht hin. Da fehlt uns noch was. Dann gehe ich mal dahin gucken. Das ist, so viel ich weiß, auch ein Rätsel. Aber uns fehlt dann noch was, sonst könnte man schon das Rätsel beginnen. Geht's da noch hin? Da sind Kinder. Denen fehlen Noten. Hinten. Damit sie die Geige irgendwie aktivieren können. Okay, dann gehe ich mal da rein. Da muss ja noch irgendwas sein. Da ist auch ein Teil. Ah, die kenne ich noch. Das Teil brauchen wir auch. Aber mit denen kann ich noch nichts anfangen. Und ich gehe auch erstmal zurück und mache das andere zusammenbauen. Das hier. Jetzt kann ich es eigentlich zusammenbauen. So, jetzt habe ich eine Geige. In Miniaturformat. So, jetzt gehe ich da nochmal rein. Da passiert nichts. Da waren wir schon. Dann müssen wir dahin. Was ist mit meiner Mutter und meinen Geschwistern passiert? Leben sie, verstecken sie sich, wie ich es getan habe? Ein großes Stück des Plakats fehlt. Okay. Hier fehlt ein großes Stück. Gibt's hier irgendwas noch? Zu dem Typen. Da eine Geige. Nichts passiert. Der müsste aber eigentlich eine Geige spielen. Komisch. Dann gehe ich mal zu den Kindern. Es könnte sein, dass die Instrumente wollen. Waren sie nicht hier? Ne. Die brauchen wirklich Noten in ihrem Rücken. Irgendwie. Irgendwo. Und hier ist ein Rätsel. Kann man das drehen und wenden, wie ich will. Das ist aber so eigentlich. Und das muss aufgedreht werden. Weil eine Geige ist so aufgebaut. Ich muss, so viel ich noch weiß, bei dem Bilderrätsel muss ich eine Geige aufbauen, aber das muss irgendwie eine Geige ergeben. Vom Aussehen her. So, wenn ich mir das so ansehe. Was ist das? Ne, das da nicht, sondern das da. Das muss höchstwahrscheinlich so hin.
Und das da. Kann nicht so sein. Hm. Anscheinend müssen wir doch noch bei den Dingern was machen. Okay. Was ist das? Ein blaues Papierflugzeug. Ne, der kann nichts damit anfangen und der ist recht nicht. So, jetzt gehen wir mal zu dem Kind. Hoffentlich gibt es uns das was, irgendwas. Blau, ich glaube, das war's. Ja, passend. Eine Pauke. Jetzt gehen wir zurück zu den Figuren und geben den Typen da in der Mitte eine Pauke. Nehmen das rote Papierflugzeug und nehmen das Teil. Gehen wieder zurück. Geben ihm das Teil. In den Rücken. Da. Was ist denn das? Ah, das fehlende Stück. Für dieses Rätsel. Ja, richtig. Das ist das fehlende Stück. So, ich glaube, das gehört schon mal so hin. Oder? Das schiebe ich mal so hin und das schiebe ich mal so hin. So. Das so aussieht. Das ist ein. Das ist auch wieder so ein schwieriges Rätsel, aber das probiere ich mal selbst. Das sieht aber nicht logisch aus. Wenn ich das so stelle und das so. Das geht erst recht nicht. So, Moment mal. Okay, das ist bestimmt schon richtig. Denke ich mir. Was ist das da? Soll das ergeben? Hm. Das Bild ist richtig, denke ich. Das da könnte hier hinkommen. Nein, aber halt doch so, passt es eher. So, was ist das da? Moment, mal umdrehen. Und das da? Weil die Bilder sind anscheinend ziemlich gut geordnet hier. Damit es passt. Ich habe eine Idee. Das könnte passen. Dann hätte ich schon mal das da. Aber es passt nicht ganz rein ins Bild. Oder hier passt das da ganz rein. Das könnte vielleicht passen. Und hier passt das da. Für den Boden. Na, bestimmt nicht. Das da auch nicht. Das da vielleicht. Ja, das sieht dann noch, das sieht eher danach aus. So, weiter geht's. Ach was. Das wäre ja so ein Teil. Aber wie ist das da aufgebaut? Hm. Das ist schwer. So, wenn ich das jetzt nicht.